So, herzlich willkommen zurück zu Gothic! La 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 la. Übernommen! Habt ihr schon 20k Abo-Special von Tenendo gesehen? Unbedingt reinschauen. So. Wir werden jetzt erstmal hier diesen geilen Durchgang durchlooten. Dafür werde ich jetzt strategisch vorgehen, da es ja doch ein bisschen größer ist. Einfach erstmal an der Wand langlaufen. Dann werden wir in dieser Folge, ne, ich nehme immer noch in einem auf, ich werde auf eure Kommentare erst am nächsten Montag wieder drauf eingehen. dann werden wir, genau, zum südwestlichen Gebiet gehen. Da gibt es bei einem Herrenhaus noch ein Gebiet, wo ich noch nicht war. Ja, ein kleiner Abschnitt ist das. Kann man über einen Abgrund springen, dann kommt man da hin. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir hier eine Spruchrolle. Das sieht gut aus. Trank. 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 Ich finde auch gut, dass es immer so leuchtet. Spruchrolle. Schick. Und eine Truhe. Die zu weit weg ist. Jetzt aber. Rechts. Links. Links. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Dieses Geräusch ist immer so bitter. Oh Gott. Da gingen jetzt 4 Stück drauf. Runen. Macht. Ein Schwert. Zweihand. Uninteressant für mich als Magier. Aber bestimmt besonders. Hier wird gleich wieder niesen. Achtung. Ah. Achtung. Es geht wieder. So, jetzt sind wir hier. Hier gibt es noch Pilze, oder? Dunkelpilze sind so worth, ne? Aber auch die hier. Auch die. Also wenn ich wieder in Korinnes bin, ne? Alter, dann spielen wir Moneyboy, ey. Junge, können wir dann die Pilze verhökern. So. Alter Vater. Guck mal hier, das ist alles Mana, was hier rumliegt. Alles Mana. So. Ich liebe Höhlen. Am liebsten mit Pilzen. Ich habe gerade Öl im Ohrwurm. So, noch 2 Truhen. Ich speichere mal. Ich will Dietriche sparen. Rechts, links, rechts. Rechts, links. Okay, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Ich muss mit Dietrichen übel aufpassen. Das ist jetzt einfach die Konsequenz daraus, dass ich die Diebesgilde umgebracht habe. Rechts, links. Nein, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. So. Gold und Schwefel. So, was haben wir hier? Links, 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 rechts. Links, links, rechts, rechts. Rechts, links. Geil. Oh, nice. Das war geweihtes Wasser, glaube ich. So, was haben wir hier noch? Alles klar. Oh, da gibt es eine Menge Pilze. 1, 2, 3. Oh, und da liegt noch ein Ring. Crazy. Was ist denn das für einer? Ist der geil? Wahrscheinlich ein Ring der Heiler war das jetzt. Naja. Haben wir ja das Set der Priester letztes Mal vervollständigt. Übelwolf. Übelwolf. So. Dann haben wir hier noch Loot. Sexuell. Guck, hier liegt eine Spruchrolle. Dann noch ein paar Pilze hier, ein paar Pilze da. Wir können theoretisch auch noch den ganzen Sumpf ausrotten. Da gibt es dann auch so viele Sumpfhaie. Allerdings wäre das so aufwendig. Ich speichere immer vor der Truhe. Links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts. Fisch, Mana-Elixier und Gold. Nice. So, dann haben wir es jetzt, glaube ich, auch bald. Danach streife ich einfach einmal nochmal hier durch. Weil in den Säulen sind ja auch immer ein paar Pilze. Einfach mal Lucky Lucky machen.
Nee, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh. Heilpflanze. Oh, noch eine. Irgendwo Pilze. Dieser Windsound übrigens, ne? Der. Wo manchmal so der Wind hier lang dingst. Ich könnte schwören, wirklich, dass es diesen Windsound auch auf einer ganz bestimmten Map bei Unreal gibt. Und ich meine nicht Unreal Tournament, ich meine nicht Unreal 2, ich meine Unreal. Ja. Uralt. Habe ich in meiner Kindheit gezockt. Ja. War eigentlich für mein Alter nicht gedacht, aber fuck life, ne? So. Sehe ich hier noch Pilze? Ich glaube nicht. Hier ist noch eine Leiche. Oh, Bergkristall. Lol. Okay, gut. Dann geht's jetzt hier raus zum Sumpf. Wir haben gar keinen Mana mehr, aber ich guck mal, was mich hier erwartet. Eislanze prepared. Wir müssen unbedingt... Ich überlege auch schon die ganze Zeit, wie wir die Orks am besten wegmachen. Ach du, okay. Also da in dem Minental, ne? Weil das ist ja immer noch Kapitel 2 da. Sprich, wir haben noch keine Skelette. Das wird eklig. So, komm mal her, Mädel. Ja. Guck mal, da ist noch eine Höhle. Und da geht's in den Sumpf. Wo sind wir denn? Ich drück mal M. Gibt's doch noch einiges zu entdecken, wa? Aha. Hier ist noch eine Höhle. So, so. Da ist noch ein Kreuz. Gehen wir erstmal zum Kreuz. Oh, und eine Truhe. Speichern. Alter. Doch noch mehr, als ich dachte. Rechts. Rechts, links. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts. Und dafür habe ich jetzt zwei Dietriche. Nee. Laden. Bin Laden. So. Gold, Beil und Schinken. Nice. So, dann haben wir hier noch was. Da ist nichts mehr, oder? Nee. Es ist halt jetzt echt so Reste sammeln, ne? Aber es muss getan werden. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich kann hier nicht alle... Drachenblut? What the fuck? Oh, oh, Pilze. Oder einer auf jeden Fall. Zwei. Seht ihr mal. Is worth. Is worth. Alles klar. Guck mal, wie weit ich gucken kann auf einmal. Das ist so schön. Auch ja, ich hab... Ihr könnt separat einstellen. Sichtweite Welt und Sichtweite kleine Objekte. Habe ich alles komplett auf volle Pulle. Da liegt ein Stab. Ah, ein Feuerteufel. Hier liegt ein Stab. So. Was ist das? Eine Stabkeule. Aha. Aha. Ja. Das wird noch ein paar Jahre dauern, ehe ich die anlegen kann. Ich gehe auf Stabkampf, ne? Aber... So, den Jungen hat's erwischt. Ist halt so, eigentlich ist das Recycling von alten Viechern hier mit on, muss ich sagen. Also klar, natürlich neu, so. Aber... Oh, hier liegt eine Fackel. Zum Beispiel hier der Feuerteufel. Ist ja ganz klar zu erkennen, dass das vom Grundmodell her ein Schattenläufer ist. So. Oder die Sumpfgasdrohnen. Sind halt so wie Blutfliegen. Ne? Und die Schrecken da, die Heuschreckenviecher, sind ja so wie Minecrawler. Ne? So vom Grundwesen her. Aber ist okay. Also ich glaube, über das Add-on hier zu meckern, wegen irgendwelchen Inhalten, wäre einfach nur... das wäre eine Schande. Weil ich glaube, es gibt kaum ein Add-on zu einem Spiel, was so viel Inhalt hat. Ohne Scheiß. Also, wenn dann halt echt nur bei den älteren Spielen. Gibt bestimmt das eine oder andere, so weiß ich nicht. Aber das hier spielt ganz bestimmt mit oben. Ganz mit oben. Mit ganz oben, ja. Klar. So, was haben wir hier? Heilpflanze. Sehr schön. So, dann ballern wir dir mal einen in den Arsch. Ja, wenn wir Mana hätten. Wie weit ich gucken kann. So. Tschüss. Jetzt kann ich wenigstens auch mal ein bisschen checken, was hier so Gegner... Alter. Was glitzert denn da? Da war gerade ein Lederbeutel. Ein Trank. Boah, der Schatten zieht weiter. Es ist so GG. Ich komme halt immer noch nicht auf die Mod drauf klar. Der Degenerated ist einfach so ein Monster.
Ohne Witz. So, nicht den Jungen so habe ich runtergeholt. Was haben wir hier noch? Nichts. Ich bin ja gespannt, wie Corinne es aussehen wird. Weil aktuell sehe ich ja generell nur neue Gebiete für mich, ne? Gebiete, die für mich halt komplett neu sind. So. Aber wenn ich jetzt alte Gebiete sehe, zum Beispiel Corines, mit der neuen Grafik, bin ich übel gespannt. Lol, direkt ein Crit ins Gesicht. Und es hat ein bisschen geleckt irgendwie, keine Ahnung. So, jetzt haben wir da noch einen Sumpfhai. Was haben wir hier? Ein Gegner? Nee. Alter, hier ist ordentlich Grünzeug. Ist hier irgendwas Tolles? Hallo? Hallo? Is it you? Pilz? Oh, Alter, das sind nur einige. Ich glaube, ich hau die mal weg, alle. Es sind ja 3 Eislanzen immer pro Vieh, ne? So, ich warte, bis der stehen bleibt. Der wandert gerade. Jetzt. Sehr schön. Nein! Scheiße. Okay, den Rest machen wir so. Komm mal her, Junge. Komm mal her. Aber was kannst du eigentlich, warum kannst du an Land? Gibt es eigentlich Sumpfhaie in Teil 3? Komm hier immer aufs Maul. Gibt es Sumpfhaie in Teil 3? Also nur in Teil 1 und 2, oder? Ach, eventuell bei Risen? Boah, ultra schwierige Frage für mich. Wo gibt es Sumpfhaie noch? Hier ist erstmal Sumpfkraut. Ich glaube, die gibt es, oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. So, da ist noch einer. Kann ich auch noch wegmachen? Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind jetzt hier beim Banditler. Naja, müssen wir, klar. So, Mädel, bist du... Bist du soweit? Sehr schön. Da ist auch noch einer. Junge Mutter, ey. Ja, ich mach die mal alle weg. Das ist eigentlich schon ganz gut EP. Boah, ey, noch 2. Alter, der eine geht immer durch, wenn ich die zu schnell hintereinander zünde. Geh! Halt's Maul, Mädel. Ey, als Nahkämpfer sind die ja so easy. Die könnte ich so einfach machen, ohne Schaden zu kriegen, weil die immer wieder hier stöhnen müssen. Ey, wenn du eine 2-Waffe hast, geh, geh. Jetzt halt doch mal die Fresse hier. Nicht so. Platsch. Der Riesenpenis. So, was haben wir denn hier noch? Den, der ist tot, oder? Nein, ist er nicht. Oh je. Mädel. Ruhig. Wo bist du? Da bist du. Alter! Manchmal gehen die einfach durch. Das ist Mana-Verschwendung. Das ist asozial, ey. Affen. Ich bin Magier und auf Mana angewiesen. So, jetzt sind wir hier beim Banditen, ne? Das heißt, wir gehen jetzt einfach ins Portal. Und gehen ins Tal. Erstmal pennen wir. Oh, beim Tal können wir direkt pennen. Guck mal, da sind immer noch die Flüchtlinge. Ich glaube, da muss ich mit denen noch was... Nee, hier war ich doch letztens erst. Warum seid ihr hier, Affen? Wollt ihr nicht abhauen? Doch, natürlich. Wir warten nur noch auf einen günstigen Moment. Alles klar. Ich habe das Gefühl, die Stimmen sind ein bisschen leise. Oder alles andere. Nee. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass die Sound-Settings etwas verstellt sind. Seit ich die Mod installiert habe. Aber ich glaube, das Verhältnis stimmt nicht mehr. Aber man kann es gar nicht so genau einstellen. Ich speichere mal eben. So, jetzt erstmal hinlegen. Ah, ich kann mir das auch nur einbilden. So. Wieder volles Mana. Ich nehme mal ein Schlückchen Wasser. Stößchen. Ah! Schönes Kranwasser. So. Da waren noch Blutfliegen, ne? Da habe ich ein Geheimrezept für. Freunde, schaut mal her. Ist ganz einfach. Ne, mach den. Und dann pest er schon los und boxt die um. Lospesen ist eigentlich was anderes. So. Und weiter geht's. Mach's fertig. Junge, mach den doch jetzt. Hallo.
da. Könnte ich auch selber machen, wa? Ist hier noch... Oh, ja. Sumpfkraut. Hier ist ordentlich Sumpfkraut. Ich frage mich manchmal... Tatsächlich. Also es ist ja auf jeden Fall bei der Gothic-Community so. Klar, es gibt die Entwickler, die haben das Spiel entwickelt. Entwickelt. Es gibt den Publisher, der es verkackt hat. Und es gibt die Community, die dafür sorgt, dass das, was der Publisher verkackt hat, wieder gerade gerichtet wird. So. Und ich frage mich immer... Ach, scheiße, lol. Ich kann nicht dran gedacht. Ich frage mich immer, ob die Entwickler zum Beispiel das World of Gothic Forum kennen. Ich glaube, die kennen das bestimmt. Aber zum Beispiel kennen die diese Mod? Ich meine, das hat ein Dude gemacht, der nebenbei noch studiert. Ich kann mir so etwas nicht erlauben. Und... Warum erfahre ich das jetzt erst? Heftig, oder? Ich meine, Gothic hat halt spieltechnisch mit die größten Probleme gehabt bei Launches oder generell. Ja? Gothic 3 ist so überhaupt nicht spielbar. Nur erst durch den Community-Patch. So, zum Teil. Und keine Ahnung. Och, er schon wieder, ey. Junge, Junge, Junge. Komm, geh doch einfach. Ich habe auch gar keinen Bock mehr auf dich. Geh! Alter. Der ist echt... Ja, brauchst du auch gar nicht treten. Hey! So, geht doch. Jetzt pennen wir ja einmal kurz. Mal wieder volles Leben. So. Tschüss. Oh, Junge, er ist doch mal gut jetzt. Ja. Ich muss hier runter, ne? Scheiße. Wir sprechen uns noch. Ach, halt die Fresse jetzt. Scheiße, Mann. Alter, der Typ, ey. Kick da rum. Huh, komm her! Stell dir mal vor, sowas in echt, ey. Rennt dir auf einmal ein Typ hin, der will dich wegtreten, ey. Nur weil du anders angezogen bist. Mann, im freies Land. Guck, du hast nur Klamotten, weil ich sie dir gegeben hab. Undankbares Stück Scheiße, ey. So. Wo war das jetzt? Hier lang? Richtig, richtig. Ne, und dann... Dann... Hier lang? Richtig. Ich glaube, ich gucke gleich mal notfalls auf die Map. Ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube, wir sind... Nee, shit. Warte mal, ich guck mal auf die Map. Ach, lol. Lol, nee, beim rechten... Oh, lol, ich gehe ganz falsch. Das war ja doch beim rechten Herrenhaus. Da war ich ja als... Ah, ich war ja beim linken als erstes. So, dann muss ich jetzt hier lang. Jetzt kommt der Typ wieder angesprintet, ey. Alter Junge, ey. Du bist so behindert, echt. Geh. Geh nach Hause. Alter, ey, der Glatzkopf schon wieder, ey. Wir sprechen uns. Ja, natürlich, ey. Deine Mutter spreche ich noch. So. Jetzt war es hier rechts lang. Oh, hier ist noch was. Oh, Weidenbären. Alter. Oh, zwei! Scheiße mit Reis, ey. Die sind übel viel wert. Wenn du davon 1 Million isst, kriegst du einen Stärkepunkt. So. Hier jetzt einfach den Weg folgen, ne? Ich glaube, dann kommen wir hin. Also ist es so, ich habe mich da nicht getraut, runter zu springen, weil ich Angst hatte zu sterben. Oh, schöne Vöglein. Aber ich glaube, man kann runterspringen. Man kriegt zwar Schaden, aber man stirbt nicht. So, und falls das nicht klappt, probiere ich was mit diesem schwarzen Erz. Ich glaube, durch das schwarze Erz schwebt man so, oder? War das nicht so? So, wo war das hier? So, das wird jetzt heikel.
Ja. Aber ihr habt gesehen, ich hatte noch ganz wenig Leben. Das heißt, einfach mit Anlauf. Ja, das müsste gehen. Ach du Scheiße. Ja, ist doch gut jetzt. Alter, ich kann nicht Escape drücken, solange der hier Ping-Pong spielt. Ich finde auch gut, dass man gar nicht mehr speichern kann, wenn man tot ist. Das war bei Gothic 2 manchmal übel stressig, sage ich mal. Dass man einfach gestorben... ich muss genau hier, glaube ich... Mit dem Speedtrank? Ich probiere es mal mit dem Speedtrank. Ich glaube, man kann es auch so schaffen, aber so ist jetzt nun mal sicher. Alter, was? Alter. Wie so ein Flummi. So. Wo springe ich hier am besten runter? Das Ding ist, wenn ich... Ich probiere es mal hier. Nee. Scheiße. Alter. Dass man nicht Escape drücken kann, bis er gelandet ist. Das ist ganz schön... Das ist ganz schön awkward. So. Oder hier einfach drauf. Brauche ich vielleicht gar nicht auf die kaputte Brücke springen. LOL. Die 30 cm tiefer sterbe ich? Ist das euer Ernst? Wie behindert. Das haben die scheiß Entwickler mit Absicht gemacht. Okay, ich versuche jetzt einfach weit zu springen. Ja. Wieso bin ich denn mit... Wieso kann ich denn mit Speedtrank nicht weiter springen? Das ist... Also, hier ist halt die am weitesten... Ja, hier ist halt am weitesten... Also, das hier ist die Stelle, wo ich abspringen muss. Kann ich da irgendwo rüber? Nee. Es muss so mit Speedtrank gehen. Ganz ehrlich. Glaube ich nicht. Ich versuche einfach mal ganz normal zu rennen. Hopp, sieht gut aus. Warum sterbe ich denn? Ich habe genau gesehen, wo ich da einmal abgeprallt bin, dass ich nicht gestorben bin. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich glaube, das ist übel die Maßarbeit. Das ist jetzt doof. Ich überlege, ob ich das... Komm, jetzt schaffe ich es einfach. Hier lang. Ich spring nochmal ab. LOL. LOL. Was habe ich jetzt anders gemacht? Fick die Henne. Den hier. Oh, jetzt. Frame-Einbruch. What the fuck? Wenn ich einen Trank trinke... Scheißen die Frames ab. Jo, degenerated. Siehst du das? Jo. So. Weiter geht's. Was haben wir hier? Oh, das sieht aus nach... Oh, da ist ein Steingolem. Ach ja, magischer Bogen. Trank. Alter, geil. Da ist eine kaputte... Ach, die Wächter sind ja jetzt alle kaputt, ne? Weil ich Raven platt gemacht habe. Kann das sein? Der rennt hier lang wie so ein Berserker, ey. Oh, hier ist noch ein Snapperkraut. Geil. So, Tatsache, die sind alle ja kaputt, ne? Genau. Geil. Heilkraut! Oh, dicke Loot-Party. Oh, die geht einfach so auf. Nice! Drei, nice, hier, Steintafel des Zweihandkampfs. Eins. Dann gibt's hier noch was zu buddeln. Alter, wie komme ich denn zurück? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Irgendwie wird es schon geben. Mal gucken. Hier ist noch ein Steinwächter. Noch eine Truhe. Die ist aber... Nee, die ist offen. Nee, verschlossen. Speichere ich mal. Kann ich nicht, wenn ich knie. Geil. So, links. Rechts, rechts. Rechts, rechts. Links, links. Rechts, rechts. Links, rechts. 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 Links. Okay, ich nehme das jetzt einfach so hin. Rubinklinge, 90 Stärke. 100 Schaden, 7 auf Einhand. Krass. Yo! Geil! Worth, dass wir hier nochmal hingegangen sind. Ultra worth jetzt.
Das ist richtig gut für uns. Ich weiß gar nicht, wie viel Mana das macht, aber bestimmt einiges. Ist überhaupt die Frage, wann wir das... Oh, hier ist noch ein Trank. Ich glaube... Boah, ist halt die Frage, wie wir wieder rüberkommen, ne? Mal gucken. So, was haben wir hier noch? Alter, geil, Weidenbeeren. Ich habe mich schon gefragt, ob es hier was noch geileres als eine Steintafel der Magie Kack 3 ist. Ergibt. Schnepperkraut. Schnepperkraut. Nee, Feuernüsse. So, hier ist noch ein Beet. Oh, da liegt noch ein Ring, oder? Schwarzes Erz, geil. Ich habe erst schwarzes Eis gelesen. Hier ist voll viel Schnepperkraut. Wahrscheinlich, damit man sich, ne, schön Speedtrank holen kann, damit man wieder rüberkommt irgendwo. Ich weiß es doch. So, wie komme ich wieder rüber? Hier springen? Ja, ne? Sieht gut aus. Oh, ne. Ich glaube, manchmal springt er halt ab, als ob er keinen Speedtrank hätte. Deswegen hat es auch beim ersten Mal runterfüllen nicht funktioniert. Und manchmal... Lol, jetzt lade ich neu und der Trank ist aufgebraucht. Und manchmal klappt es. Sprung! Oh! Es wirkt nicht so, als würde er nochmal weiterspringen. Das ist doch echt verkorkst. Das ist mal so, springe ich irgendwie zu früh ab oder zu spät oder deine Mutti, ey. Ich springe schon relativ weit. Oh, ist das eine perverse Scheiße, aber es gehört halt dazu. So, ich guck mir das erstmal jetzt genauer an. Da vielleicht. Die Brücke könnte einfach nur Verarsche sein. Aber in Wahrheit geht's hier rüber. Guck mal, hier vom Stein abspringen. Oder hier einfach. Guck mal, da ist ein Vorsprung. Ich probiere es. Oh, ist eh bei der Brücke. Ich wette es. Ich krieg's gerade nur nicht wieder auf die Kette, ey. Nee. Boah, ist das eine... Alter! Guckt euch... What the fuck, Alter! So. Ist eh bei der Scheißbrücke, aber ich spring die ganze Zeit nicht richtig ab. So eine Ficke. Oder das schwarze Erz, ne? Sprung! Oh, es reicht nicht. Was ist denn weiter links? Lol, lebt er? Nee. Ich dachte gerade. Laden, ne? Ja. Was ist denn weiter links? War hier noch was? Da? Nee. Okay, ich probiere es mit schwarzem Erz. Kein Plan. Jetzt ist alles ultra langsam, richtig? War das nicht so? Guck mal! Fast rangekommen, ohne Trank. Das heißt, mit Trank muss ich weiterspringen können. Ich spring mal ganz normal ohne Trank. Wer denn? Ich springe ganz normal ohne Trank. Achtung. Ja! Mit Trank muss es weitergehen. Ich glaube, schwarzes Erz macht einfach nur alles voll langsam. Das bringt mir gar nichts. Aber ohne Spaß, das kann doch nicht sein, ey. Das ist so eine Kackmechanik. Muss ich doppelt Alt drücken oder so? Muss ich erstmal einlaufen? Jetzt! Nee, hä? Als ob er in der Luft bremst! Ich nehme schwarzes Erz und den Trank. Weil dann kann ich... So. Combo Attack. Okay, Leute. Ich mache jetzt erstmal einen Cut.
Guckt mir das nochmal genauer jetzt offscreen in Ruhe an, weil ich euch das nicht antun will. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, ich habe keinen Plan. Aber wir haben jetzt, glaube ich, soweit alles, oder? Ich habe eine Liste. Das haben wir. Ja. Also, nächste Folge gehen wir dann zurück nach Corinnes, glaube ich. Oder ich kann nochmal gucken. Quests. Ah ja, der Fortuno, genau. Aber dafür muss ich erst die Scheiße aus den Stacheln der Blutfliegen saugen können. So, dann... Ah ja, der letzte Teleportstein. Das müssen wir noch machen, genau. Das machen wir, aber das ist ja schnell, glaube ich. So, aber ansonsten haben wir alles. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns morgen. Ich gucke mir das hier nochmal genauer an. Und wir sehen uns in der nächsten Folge auf der anderen Seite. Tschüss.